Ich bitte dich inständig, es nicht zu tun. Wo wir gerade beim Thema sind, wie geht es denn Ihrer Gemahlin? Welche Gemahlin? Das grün bejackte, ungehobelte Großmaul, mit dem Sie beim letzten Mal unterwegs waren. Laura. Du meinst Laura? Genau die. Lebt sie noch oder hat sie sich endlich mit dem Falschen Ach, wir gehen gerade getrennte Wege. Also ich bin hier und sie müsste irgendwo da hinten sein. Ich verstehe. Okay, was ist hier? Erzähl mir doch mal ein Lied. Ihr könnt richtige Dynastielieder singen? Ich kann es nicht singen, solange Lukas nicht da ist. Aber ja, ich habe unten im Tal eines aufgeschnappt. Meine Kinder lieben es. Okay, was ist mit Lukas? Wo könnte der kleine Lukas denn sein? Wie lange ist er denn schon hoch auf den Berg ist er geklettert. Ach, er könnte überall sein. Wir schubsen ihn einfach runter. Genau, das ist auf dem Berg. Seine Brüder und Schwestern sind da wir ganz durften anders. Schon bei Nur den Pferden nicht machen, also machen wir es genau. Ganz brav, seit ich sie an ihren Steinen festgeklebt habe. Festgeklebt? Oh, damit erübrigt sich die Frage, warum er weggelaufen ist. Genau, wissen Sie, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Aber das Kind transpiriert. Er kann sich unsichtbar machen? Da hat er nicht er, schwitzt. Er schwitzt stark. Deswegen ist von ihm auch nicht mehr als ein Schweißfleck übrig. Deswegen hält der Kleber nicht. Wir suchen also ein schwitzendes, kleines, tödliches Schrofbaby. Oh, ja, warum nicht? Okay, deswegen hält der Kleber also nicht. Keine Ursache. Er stinkt. Genau. Transpirieren ist also quasi alles. Zum Ausblick, zur Nebelsenke. Dann gehen wir hier nach oben, wa? Ich vermute mal, dass er da, dass er da oben irgendwie steht. Transpiriert. Ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht klappen wird. Was nur? Du wolltest doch unbedingt ein Haustier. Toll. Hä? Und wie sollen wir jetzt den Kaffeesatz aus der Waschmaschine kriegen? Wer redet hier? Hallo? Ist da jemand im Baum? Nein. Sicher? Psst, du lässt uns noch auffliegen. Verdammte Pollenallergie. Du wolltest ja unbedingt, dass wir uns in einem Baum verstecken. Seid ihr Flötennasen? Ich bin auch eine. Ihr müsst euch nicht vor mir verstecken. Okay, wenn du eine Flötennase bist, wie ist dann dein Name? Vielleicht kennen wir uns ja. Also, wenn wir auch welche wären. Okario, irgendwas Boe, der Dritte. Robert, du bist Robert. Oho, Entschuldigung, Euer Majestät. Hätten wir gewusst, dass ihr es seid? Dann hätten wir das gute Porzellan rausgeholt. Wir haben gar kein Porzellan. Du hast gestern die letzte Tasse runtergeschmissen. Ja, einer der vielen Nachteile, wenn man in einem verdammten Baum lebt. Hab ich dich gezwungen, hierher mitzukommen? Du hast gesagt, du wolltest mich dabei. Also diese komischen Dinge, die vom Baum hängen, sehen sehr... Ich vermisse Laura. Komisch. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Diese riesigen Hodensäcke werden wir uns mal genauer angucken hier. Hier ist auf jeden Fall ein Steinsieb. Das werden wir das mal in die Hand nehmen. Darf ich mir das leihen? Was willst du damit? Es mir leihen. Ach so, kein Problem. Das sind aber die Dialoge, oder? Wurzel, was macht man denn damit? Dazu fällt mir nicht. Na, was ist denn damit? Warte mal. Wirklich interessant. Hä? Kann man da was irgendwie reinlegen in die. Guck mal, können wir mal. Nehmen wir mal die Qualle. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzuhalten. Okay, du hast recht. Du hast recht, wir nehmen mal die Kralle, dann können wir die Wurzel abschneiden vielleicht, weil mit der Kralle kriegt man ja alles kaputt. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, was ist mit dem Topf hier? Da steht, da ist eine Tafel, die nehmen wir uns auch. Irgendjemand hat einen schweren, schade. Schweren Kessel draufgestellt, okay. Was können wir denn damit machen? Nein, das stinkt ja furchtbar. Die Pampe kannst du nicht irgendwie mitnehmen, oder? Ja, wir müssen mal gucken. Oh, die stinkt noch schlimmer als der Schroftümpel. Na, wir könnten... Hey. Pass mal auf,
Wir werden bestimmt mit dem Sieb die da rausnehmen können, aber dazu müssen wir das Sieb erstmal dicht machen. Pass auf. Ja, ich sollte die Suppe in ein Sieb umfüllen. Oder das Buch, du hast recht. Damit sollte ich etwas Suppe abschöpfen können. Ja, nee, ist klar. Was machen wir jetzt damit? Tomato ist herzlich willkommen. Hallo, also Tomato auf jeden Fall. Was geht ab? Wir spielen hier. Wir lösen Rätsel hier. Guck mal an der Hand hoch, an der linken. Da ist auch nochmal so eine Tafel. Wie kommen wir da hin? Ja, ohne Hack gar nicht. Die müssen wir kaputt machen. Oder du musst die Hand irgendwie kaputt machen. Ja, genau. Hier, pass mal auf. Aber hier geht die nicht. Die Hand geht nicht kaputt. Aber wir könnten jetzt versuchen, die zu zerkratzen. Naja. Dann könnten. Nö, das wird nicht. Was ist denn noch? Das würde nicht funktionieren. Spiel doch mal ein Lied. Wobei, es ist nirgends ein Symbol dafür da. Genau, ich kann nicht spielen mit R3, geht nicht. Doch, L2. L2? Nee. R2. Hier, R2, da ist es. Also, wenn sie das nicht überzeugt. Okay, so war das nicht geplant, aber okay. Ja, gucken Sie raus, guck an. Du hast recht. Aufhören. Ich hasse Musik. So unordentlich. Meine Güte. Ist das? Die Hymne. Er ist tatsächlich eine Flötennase. Es tut uns leid, dass wir dir nicht geglaubt haben. Ja, aber heutzutage kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ach, kein Thema. Ihr kennt also die Hymne? Natürlich. Guck mal alles zusammen. Aber du glaubst nicht wirklich, dass du der König bist. Doch, ich bin der König. Hör mal, der König kann fliegen. Das weiß doch jedes Kind. Was? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich bin mir sicher, das stimmt nicht. Ach ja, und woher willst du das wissen? Weil ich der König bin und ich nicht fliegen kann. Ja, weil du nicht der König bist. Okay, also wir werden mit Basilien reiten müssen auf jeden Fall. PUBG Mobile spiele ich tatsächlich zurzeit nicht. Guck mal, hier ist auch eine Nase. Ich habe meine eigene Flötennase. Also hier ist irgendwie... Das ist schon wieder so skurril hier. Fakt ist, der Schrof liegt hier oben nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was machen wir mit der Suppe jetzt? Also, können wir jetzt den Topf wegbewegen vielleicht? Du kannst doch. Kannst du nicht nach unten noch gehen? Da gab's noch was, ja. So, also hier ist nicht. Achso. Hallo, Leute. Hier ist nicht mehr viel mehr. Nee, das stimmt. Hallo, Kollege. Was macht ihr da oben? Seid ihr auf der Flucht? Wie so viele von uns. Ja, aber ich wette, wir sind die Einzigen, die in einem Baum leben. Das ist nicht der Punkt. Die meisten von uns sind auf der Flucht, seit Emil die Macht ergriffen hat. Die Asposer verstehen einfach nicht, dass sie sich selbst die Luft zum Atmen nehmen. Wir sollten einfach aufhören, das Lied zu spielen. Dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Das ist keine gute Idee. Dann wären wir nämlich alle tot. Dass du dich immer an solchen Kleinigkeiten aufhängen musst. Kleinigkeiten. Also, wie lange streamen wir noch? Ich würde, weiß nicht, 23 Uhr oder 23:30 so ungefähr in der Richtung. Mal schauen, was wir zeitlich so, was wir so schaffen. So, Fakt ist, die sind auf der Flucht und haben sich da versteckt. Ihr seid also auf der Flucht? Ja. Und versteckt euch genau. Hier in diesem Baum? Ja. Genau so haben wir es zusammengefasst. Spielt das Lied, damit niemand erstickt? Genau. Warum habt ihr nie versucht, den Leuten die Wahrheit zu erklären? Dazu hätten sie erst einmal lange genug zuhören müssen. Aber Musik wurde sofort verboten. Wir als Lügner und Staatsfeinde deklariert und weggesperrt. Dorthin, wo niemand mehr unser Lied hören kann. Außerdem ist das immer noch Conroys Werk. Die Leute haben seine Lügen oft genug gehört, um sie zu glauben. Es spielt nicht mal mehr eine Rolle, dass ihn niemand mochte. Das Ding mit den Basilen hat sich in den Köpfen festgesetzt. Ihr denkt also auch, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, sie vom Gegenteil zu überzeugen? Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir brauchen nur jemanden, der die Dynastie wieder vereint. So wie es in der Prophezeiung heißt. Ja, eine Art, ich weiß nicht,
Herrscher oder eine Herrscherin. Naja, eigentlich war das alte System ja gar nicht so schlecht. Wenn es nicht kaputt ist, warum es reparieren? Conroy hat die halbe Dynastie ausgelöscht und eine religiöse Diktatur errichtet. Das alte System war doof. Ja, das einzig Gute an heute ist, dass es endlich nicht mehr damals ist. So, jetzt müssen wir die ganzen Hodensäcke mal untersuchen hier. Könnt ihr mir sagen, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Ich Baumgetreide, fertig. Genau. Warum solltest du überhaupt nach ihm suchen? Nach dem, was der letzte Windmönch Conroy angerichtet hat. Dann ja, fallen die Nasensäcke auch runter. Genau. Ich werde niemals Okarios Gesicht vergessen, als Conroy diese Basilenviecher aus dem Brunnen geholt hat. Und die arme Dorea. Hey, sei nicht traurig. Es kommen bessere Zeiten. Aber wir haben ja nicht mal mehr einen Kapellmeister. Es wird einen neuen geben. Wir wissen bis heute nicht, wo Dureas und Okarios Sohn abgeblieben ist. Ich, stehe vor euch. Natürlich. Und ich bin der uneheliche Sohn Abt Conroys und einer Bardame. Igitt. Okay, also das glauben die nicht. Wisst ihr irgendwas vom letzten Windmönch? Er ist, soweit ich weiß, der letzte. Das bringt mich zwar nicht weiter, aber danke. Okay. Viel Glück noch da oben. Danke. Das ist eigentlich interessant. Bayern, Österreich, Bayern, Österreich. Warum eigentlich? Das stimmt. Naja, davor kommt aus Bayern. Ich eigentlich aus Franken, aber... Ja. Lassen wir das. Machen wir da mal keine Unterschiede. Salzburg ist ja, ist, würde ich ja sagen, also aus Österreich. Ja. Auf jeden Fall, cool. Also... Ich komme halt aus der Nähe von Berlin. Das ist ja ganz weit weg. So. Jetzt haben wir immer noch die Wurzel hier, wo wir nicht wissen, was wir damit machen sollen. Ja, Berlin ist eigentlich noch ein Stückchen viel weiter weg. Ja, ist noch ein Stückchen weiter weg, aber ist so das, was am nächsten dran ist. Dresden könnte man auch sagen. Zwischen Dresden und Berlin ist so die... Zwischen Dresden, Berlin und Leipzig in der Mitte irgendwo. Aber eigentlich bin ich aus dem Erzgebirge. Also tiefster Sachse bin ich eigentlich. Also ganz, ganz weit unten. Also wenn jemand von euch den YouTube-Kanal Saftiges Gnu kennt, die kommt auch aus der Ecke, wo ich herkomme. Nur, dass die nicht ganz so sächsisch redet wie ich damals. So, was ist denn das hier noch? Das kann man auch nicht machen. Da kommt scheinbar noch jemand aus der Gegend. Aus dem Frankenland? Ja. Das ist... Wenn sie immer schon so schreibt? Irgendjemand hat einen schweren Kessel draufgestellt. Letztens der Auszubildende da, fand ich total cool. Da haben die so gearbeitet und da bin ich so hin und was da war. Die haben irgendwas gemacht, da ist eine Sicherung geflogen irgendwie. Da habe ich so gesagt, müssen wir mal anklemmen hier und so. Und da haben die eine Sicherung geflogen und so, oh ja, Bruder muss los, habe ich dann gesagt. Ja, und die Lehrlinge haben das natürlich, das, ich bin ja halt immer so der Einzige, der mal so eine Sprüche bringt, war. Das macht kein anderer sowas. So. Oh, mal gucken. Also die Nase nützt uns nichts, wir müssen also hier oben erstmal weg, glaube ich. Dann gehen wir nach unten. Hätte ich mir anders vorgestellt, aber hier oben war der Schrof nicht. Was ist denn das für ein Schild? Ja. Was heißt das? Wir brauchen irgendwie... Ich kann es nicht lesen, habe keine Brille. Ach so, hier, guck mal, Symbol, Krone. Das erinnert mich an etwas. Ist das ein Windbrunnen? Okay, ein Windbrunnen. Diese Sprache kann ich nicht lesen. Ist vermutlich ohnehin nur die Übersetzung. Das ist ein Elefant. Und Schirmbärchen. Irgendwie aus wie ein Asposer? Das ist ein Asposer? Hier ist noch eine Schrift. Da steht. Sie war eigentlich näher an Dafu dran wie an mir. Interessant, oder? Interessant. Diese Nase, die elegante Form. Nürnberg sind von mir ungefähr. Ja, 130, glaube ich, ungefähr. Okay, wir müssen jetzt.
Irgendwann komme ich euch da unten mal besuchen. Fahre ich mal nach Bayern in den Urlaub. So, wir gehen mal zur Nebelsenke. Nur so? Also, meine Frau wollte sowieso gerne nochmal nach Bayern in Urlaub. Ich war ja schon mal ganz unten im Südbayern, in Reit im Winkel war ich schon mal irgendwann. Und da wollte meine Frau gerne nochmal wieder in die Richtung. Hier kommen also die Windmönche her? Ich kenne mich hier aus wie in meiner Manteltasche. Kannst du mir dann sagen, wo ich hin soll? Ja, aber das werde ich nicht tun. Okay, wir haben dann Strohhalm. Ich würde behaupten, mach mal Wind. Genau, wir haben da... Ah, das kenne ich. Das sind Flötennasenlieder. Okay, was haben wir da? Das ist das Hochlied. Aber was können die anderen beiden? Leider gibt es hier keine Noten. Symbol. Wir müssen die Noten lernen für Hoch- und Tieflied oder sowas. So, hier haben wir erstmal ein Blasrohr. Das können wir uns mitnehmen. Hier haben wir noch ein Fähnchen. Mitnehmen. Kombiniert? Naja, geht ja nicht. Hier sind nur irgendwelche Halterungen. Was ist das? Ach, hier müssen die Tafeln hin. Okay, das ist die Geschichte hier. Aber uns fehlen also drei Tafeln. Zwei liegen ja, sind ja da oben, aber dann fehlt hier noch eine dritte. Nimm doch nochmal die Tafel mit. Warum hat die ein Loch? Du meinst jetzt die hier oben? Mhm. Warum hat die ein Loch? Und das ist unten rechts, das Loch. Tja, hier, das ist interessant. Die werden wir an einer anderen Stelle machen müssen, später auch, glaube ich. Von mir aus so 130. Aber sonst kannst du hier nichts machen. Warte doch, ich guck nochmal. Auf jeden Fall, hier ist auch nochmal irgendein Symbol. Hier ist noch Nebel. Der Nebel ist zu dicht, um zu erkennen, was darunter liegt. Da können wir also nichts machen. Können wir auch nicht reingreifen wahrscheinlich. Das würde nicht funktionieren. Nee. So, jetzt immer hier auf jeden Fall, hier haben wir jetzt ein Notenlied, ne? Was willst du nur von mir? Das heißt, ihr könnt mir mal das Innenlied könnten wir spielen, auf jeden Fall. Das Windlied, probier das mal, vielleicht kriegst du damit den Nebel weg. Saubere Sache, wa? Hat gut geklappt. Banana Joe hat sie umgenannt. Wow. Na, rechts kannst du jetzt runter. Genau. Jetzt können wir erstmal gucken. Hier liegen noch verschiedene Steine rum. Ach, guck mal, hier gibt's. Genau. Das sind die Tafeln, die müssen dahin. Vorhang, Stange. Ach, hör auf. Mit Vorhang, was ist denn das? Und Notengrund. Hier können wir jetzt bestimmt andere Noten lernen. Da liegt noch eine Tafel. Genau. Gucken wir mal eben schnell, was das hier mit dem Notenrund auf sich hat. Diese Symbole kommen mir sehr bekannt vor. Leider gibt's hier keine Noten. Oh. Du Kleiner. Was wächst denn? Hier wächst eine Wurzel aus der Wand. So bekomme ich... Nein, das war klar. Jetzt... Schneid die doch mal ab. Die schneiden wir mal ab. Komm her, du Wurzel. Tja, jetzt haben wir die simplen Sachen erledigt, ne? Was machen wir jetzt noch? Gucken wir mal hier, was hier so ein Vorhang ist. Ein Fenster. Besonders viel Licht kann da nicht reinkommen. Was haben wir jetzt alles im Inventar? Warte. Ich kann kaum etwas erkennen, aber da scheint ein Raum zu sein. Da ist ein Raum hinterm Fenster. So, was haben wir alles? Wir haben das Nasensöckchen. Wir haben die Schurfkralle, wir haben zwei Tafeln, wir haben den Kuckuck. Nein, jetzt ist nicht das die Zeit, um das Sieb, das Buch, ein Blasrohr. Guck mal, das Blasrohr hat ein Fernglas obendran. Achso, zum genaueren Zielen. Ein Fähnchen, die Wurzel und ein Vorhang. Kombinier doch mal die Wurzel. Dann könnte ich... Obwohl, ja. Mit dem Sieb. Die Wurzel und das Sieb. Okay, warte. Dann gehen wir mal da hin, dann nehmen wir mal die Wurzel und machen das mal... Du meinst, um die Löcher zuzustecken? Wenn ich diese Wurzel an das Sieb knote, kann es nicht mehr weglaufen. Hä? Wie jetzt? War jetzt so nicht geplant. Nee.
Okay. Was ist denn, was machen wir mit dem Kuckuck? Was ist denn... Alter. Mach doch mal das Fähnchen. Das mache ich. Genau. Das will er nicht. Um im Blasrohr? Was? Jetzt habe ich ein kleines Segel. Der will ein Boot bauen. Ah! Nimm doch mal dieses Segel jetzt und dieses und die Steintafel mit dem Loch. Ich habe zwar keine Ahnung warum. Das ist ein Boot, ja? Jetzt habe ich ein kleines Floß. Und jetzt? Wo können wir denn das Boot fahren lassen? Na, im Buch. Na, kombinier's doch mal. Mehr wie schief gehen kann's nicht. Das Buch passt gut darauf. Das weiß es. Nein! Die Fliege! Das setzen wir aufs Wasser und dann kann die Fliege da hinterher fliegen. Und dann? Keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Bei dem Spiel ist überhaupt nichts vorhersehbar. Jetzt setzt mal hier hinten ins Wasser. Da ist die Fliege, da ist der Tümpel. Jetzt machen wir mal da das Boot hin. Ach, guck an, gucke. Wow, die Suppe stinkt schlimmer als der Tümpel. Und jetzt? Müssen wir Wind machen. Wollt gerade sagen, mach doch mal Wind. Was man ja alles bedenken muss bei dem Spiel, war, jetzt fliegt die Fliege da weg. Und dann können wir sie fangen. Jetzt fangen wir da drüben die Fliege, pass auf. Jetzt sitzt du in der Falle. Jetzt klebt die fest, guck mal, die können nicht weg. Wir haben die Fliege gefangen. Na komm schon, kleine Schweinsfliege. Jetzt habe ich mal eine ganz doofe Idee. Kombinier doch mal die Fliege mit diesem Siebdingsbumster. Rettungshubschrauber!